Hi Sportsfreunde, dass man Trainingsbooster nicht unbedingt zum Muskelaufbau braucht, das habe ich euch oft genug erklärt, aber in diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, was ich mir hin und wieder doch mal ganz gerne gönne. Wir machen in diesem Video Booster Eiswürfel und zwar habe ich mir dazu den Redline White Heat ausgesucht von VPX, der knallt immer noch sehr gut, obwohl es nicht mehr die ursprüngliche Version ist. Und zwar seht ihr hier, ich habe schon alles vorbereitet. Wir haben hier den Shaker, da könnt ihr auch jedes andere Behältnis für verwenden und eine Eiswürfelform. Das ist das, was ihr braucht und natürlich einen Booster. Als erstes füllt ihr 200 Milliliter Wasser in einen Shaker oder in irgendwas anderes rein und dazu gibt es dann so viele Löffel von diesem Booster, wie ihr Eiswürfel machen wollt. Dieses Gesöff hier sollt ihr natürlich nicht so trinken. Ich glaube, ihr würdet instant erbrechen, wenn ihr das tätet. Das geben wir jetzt hier in die Eiswürfelform rein. Und zwar, wir verteilen das hier gleichmäßig auf alle 12 Eiswürfel. Geschafft. So sieht das dann aus. Und damit geht es jetzt ab ins Eisfach. Zwei bis drei Stunden, die müssen wir uns jetzt gedulden. Jetzt, wo das Ganze fertig ist, sieht es folgendermaßen aus, ganz praktisch zu portionieren. Einfach die Eiswürfel aus der Eiswürfelform rausnehmen und für mich gibt es jetzt gleich die doppelte Portion. Und das Geile ist, dann ist der Trainingsbooster auch schon genauso, wie man ihn gerne mag, nämlich möglichst kühl. Ja, mit meinem kleinen Tipp werde ich hier garantiert nicht die Welt retten, aber den ein oder anderen Trainingsbooster doch noch leckerer machen. Probiert es einfach mal aus mit BCAAs, damit könnt ihr dann euren Eistee stacken oder was auch immer. Da ist eurer Vielfalt keine Grenze gesetzt, perfekt für den Sommer. In diesem Sinne, macht's gut, Prost, viele Grüße, euer Simon.